Seit ich denken kann, habe ich meine Eltern angefleht, mir einen eigenen Hund zu erlauben. Aber leider blieb dieser Wunsch lange unerfüllt. Mit 30 Jahren war ich endlich in der Lage, mir diesen Traum selbst zu erfüllen. Ich erinnere mich noch gut an die unzähligen Nächte, die ich damit verbrachte, nach Labradorzüchtern in Portugal zu suchen. Schließlich fand ich den wundervollen Züchter Terres de Saint-Julien, der gerade einen Wurf brauner Labrador-Welpen hatte. Die Wahl fiel auf einen braunen Welpen, weil seine Fellfarbe der meiner Haare glich. Wir planten, unseren neuen Familienzuwachs während eines Urlaubs in Portugal abzuholen. Da wir häufig Zeit bei meiner Familie in Portugal verbrachten, schien es der perfekte Plan zu sein. Nach 3 Wochen Urlaub machten wir uns schließlich mit unserem kleinen Welpen auf die lange Fahrt zurück nach Deutschland. Die ersten Tage und Wochen mit Rocky waren eine Mischung aus Freude und Besorgnis. Plötzlich war dieses kleine, tapsige und süße Wesen da, das vollkommen auf mich angewiesen war. Ich war fest entschlossen, ihm das beste Leben zu ermöglichen, fühlte mich aber auch leicht überfordert von der Verantwortung. Ich entschied mich für den Namen Rocky. Inspiriert wurde ich von Rocky Balboa, dem berühmten Boxer aus dem gleichnamigen Film, weil ich einige Jahre zuvor beruflich in Philadelphia in den USA gelebt hatte. Oft verbrachte ich dort meine Wochenenden alleine an den berühmten Stufen des Philadelphia Museum of Art, die durch die ikonische Filmszene bekannt geworden waren. Schon damals stellte ich mir vor, wie schön es wäre, dort mit einem Hund spazieren zu gehen. Der Name Rocky verkörpert für mich Kraft, Sicherheit und Freiheit. All das, was ich mir für meinen ersten eigenen Hund wünschte. Rocky brachte eine unbeschreibliche Freude in mein Leben. Seine tapsigen Bewegungen, seine unendliche Neugier und seine bedingungslose Liebe bereicherten meinen Alltag. Er war nicht nur ein Haustier, sondern ein treuer Begleiter, ein Freund und eine Quelle der unermesslichen Freude. Rocky war mein Seelenhund. Unsere Verbindung war von Anfang an stark und tief, als ob unsere Seelen sich schon lange vor unserer Begegnung kannten und darauf gewartet hätten, wieder vereint zu sein. Ich weiß noch, wie aufgeregt ich war, da ich unbedingt alles richtig machen wollte. Mein erster eigener Hund. Ich wollte ihm so viel zeigen und beibringen und ihm ein wunderschönes Leben geben. Rückblickend muss ich jedoch sagen, dass ich diejenige war, die so viel von ihm gelernt hat. Rocky zeigte mir so viel und durch seine Augen durfte ich fortan die Welt sehen. Was hat Rocky aber so einzigartig gemacht? Egal, wo wir mit Rocky waren, er war ein absoluter Menschenmagnet und zog immer und überall die Aufmerksamkeit auf sich. Ob es an seinem Gang lag, der einer watschenden Ente glich, seiner wunderschönen tiefbraunen Fellfarbe, seinem treu-doofen Blick, der immer so aussah, als sei er der traurigste Hund auf Erden, obwohl er das weltbeste Leben führte, oder seinem ständigen Ausschauhalten nach etwas Essbarem. Ich weiß es bis heute nicht. Auf jeden Fall brachte er immer eine Ruhe und Gelassenheit mit sich, die anderen Menschen gut tat. Rocky war mein treuer Begleiter, egal wohin ich ging. Sei es ins Restaurant, in den Urlaub am Strand, zum Hähnchen- und Croquettas-Essen in Spanien, auf der Bootsfahrt, beim Paddelbootfahren, beim Handstand machen, beim Joggen, was er hasste, oder beim Schwimmen im Meer. Überall war er dabei und passte sich an. Auch ließ er jeden Blödsinn mit sich machen. Von lustigen Klamotten anziehen, über witzige Videos. Einfach alles ließ er liebevoll über sich ergehen. Solange es Leckerlis gab, war er glücklich. Unser Ritualsong Quem quer comer é o Rocky. Auf Deutsch übersetzt, wer will was essen, der Rocky. War so in ihn übergegangen, dass er jedes Mal ein Fest feierte, wenn ich es nur ansummte, weil er wusste, dass es dann etwas zu essen gab. Ein Labi eben. Er verstand sich mit jedem gut. Ich erinnere mich, als ich meinem Bruder bat, auf ihn aufzupassen, kurz nachdem wir ihn geholt hatten. Mein Bruder ging mit ihm spazieren und ließ ihn einfach frei, weil er dachte, Hunde bleiben automatisch bei einem. Er wurde eines Besseren belehrt, als der kleine Rocky schnurstracks davonlief, weil er dachte, es sei Zeit für ein Fangspiel.
Mein Bruder rannte mehrere Minuten quer übers Feld, um den Welpen wieder einzufangen. Es gibt so viele Momente, die ich hier aufzählen könnte, aber dann würde dieses Buch ein mehrteiliges Werk werden. Rockys Anwesenheit brachte eine neue Dimension von Liebe und Erfüllung in mein Leben, die ich zuvor nicht kannte. Seine sanfte Art und sein liebevoller Blick schenkten mir in jeder Situation Trost und Sicherheit. Er wusste immer genau, wie es mir ging und war stets zur Stelle, um mich aufzumuntern oder einfach nur still bei mir zu sitzen. Die bedingungslose Liebe, die er mir entgegenbrachte, öffnete mein Herz auf eine Weise, die ich nie für möglich gehalten hätte. Mit Rocky an meiner Seite erlebte ich eine tiefe, spirituelle Verbundenheit, die über das Physische hinausging. Es war, als ob er mein Seelengefährte wäre, der mir half, die Welt mit neuen Augen zu sehen und mein eigenes inneres Licht zu entdecken. Jede gemeinsame Erfahrung, jedes Abenteuer und jede ruhige Minute, die wir zusammen verbrachten, festigte unsere Bindung und bereicherte mein Leben auf eine Weise, die Worte kaum beschreiben können. Rocky lehrte mich, was es bedeutet, bedingungslos zu lieben und geliebt zu werden. Er zeigte mir, wie wichtig es ist, im Moment zu leben und jeden Augenblick zu schätzen. Durch ihn erfuhr ich eine tiefe innere Erfüllung und ein Gefühl von Ganzheit, das ich zuvor nicht gekannt hatte. Rocky war mehr als nur ein Hund für mich. Er war mein Seelengefährte, mein Lehrer und mein bester Freund. Diese Verbindung und die gemeinsame Zeit, die wir hatten, sind das Herzstück dieses Buches. Rockys Leben und sein Einfluss auf mich sind untrennbar mit meiner Reise der spirituellen Entdeckung und Heilung verbunden. Ich hoffe, dass meine Geschichte anderen Menschen, die Ähnliches durchgemacht haben, Trost und Inspiration bieten kann.